So, seid ihr alle bereit? Gut. Dann mache ich doch mal ein Foto von uns. Ach, Scheiße. Ich hasse Fotobombing. Hallo, hey, werte Ladies and Gentlemen, es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Wo wir gerade beim Thema Fotobombing waren, die Terrororganisation... Montag schon schnell sprechen. Genau. Die Terrororganisation Islamischer Staat und das US-Militär bringen das Thema Fotobombing auf ein ganz neues Level. Ach, scheiße. Wieder erst Pointe, dann Tusch. Okay, warte. Der Islamische Staat ist berüchtigt, aber leider auch berühmt für seine unfassbar großartige PR im Netz. Das heißt, auf sozialen Plattformen wird richtig schön die Werbetrommel gerührt. Komm zu uns, spreng dich selber. Komm zu uns, stirb im Krieg. Ja, ich soll den Werbejingle für die Jungs schreiben. Unbedingt. Dass die Terrororganisation eben so viel postet, hat aber mittlerweile auch das US-Militär begriffen. Ergo wird ganz gezielt nach Posts gesucht, um darauf zu warten, dass der IS sich eventuell selbst verrät. Gesagt, gewartet, getan. Nach einem online geposteten Foto eines der Aussage des Fotografen selbst, also Hauptquartiers des IS, wurde dieser Ort, der sich anhand des Fotos analysieren ließ, kurzerhand niedergebombt. Damit hat der IS nicht nur einen militärischen, sondern auch einen moralischen Schlag einstecken müssen. Denn in Zukunft wird man sich bei jedem Propaganda-Post online überlegen müssen, ob es eventuell möglich ist, anhand des Bildes oder eventueller Metadaten zu bestimmen, wo das gemacht wurde. Interessant und irgendwie auch unheimlich, oder? Apropos interessant, aber auch irgendwie unheimlich. The Void, das ist... Oh Gott, das wird scheiße! Herzinfarkt! Herzinfarkt! The Void soll der erste richtig krasse Virtual Reality Spielplatz oder Freizeitpark werden. Geplant ist das Mammutprojekt für Nord- und Südamerika, aber auch Europa. Das heißt, auch wir könnten was davon haben. Wenn wir uns mit Virtual Reality Brille und ganz speziellem Ganzkörperanzug in Koop-Schlachten, in übelste Horrorspiele oder einfach nur futuristische Welten entführen lassen. Was ich persönlich an The Void am geilsten finde, ist insofern der Realismus, dass man Spieleinhalte nachgebaut hat. Das heißt, fasse ich eine Wand an, fasse ich eine Wand an. Optik, Haptik, alles dabei. Ich persönlich bin jetzt schon, wenn das soweit ist, ein Riesenfan und steht da mal als Erster in der Schlange. Höre aber auch schon wieder, Realismus und Spiel sind gar nicht mehr zu trennen. Weil auch nur geistig vollkommen bekloppte Idioten Videospiele spielen. Meinem Ernst, wir wissen alle, was kommt. Der Aufschrei wird wieder groß sein. Realismus und Spiel. Ich persönlich sehe allerdings nur geringe Gefahren aufgrund der lokalen Abgrenzung. Man geht an einen bestimmten Ort für ein bestimmtes Spielerlebnis. Ich gehe ja auch zu einem Autoscooter, crash in andere Leute rein, gehe danach wieder nach Hause und verhalte mich im Straßenverkehr dann wieder nicht so. Es ist lokal gebunden. Dort ist es okay, woanders ist es das nicht. Simple Psychologie setzt sich auch so im Gehirn fest. Bei wem das nicht der Fall ist, der hat ganz andere Probleme. Was haltet ihr von Projekten wie The Void? Ist euch zu realistisch oder habt ihr da voll Bock drauf? Und wir nähern uns einmal mehr einem Schritt Richtung Minority Report, das heißt Verbrechensbekämpfung, bevor sie überhaupt entstehen. In der Schweiz hat eine private Firma nun genau das vor, beziehungsweise es ist sogar schon pilotiert, also in der Testphase. Mit einer Handy-App wird quartiersgenau, also quasi umgebungsgenau für jeweils die Umgebung, wo ihr wohnt, bestimmt, wie hoch das Gefahrenpotenzial ist, anhand von bestimmten Daten wird auch errechnet, an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten und zu welchen Begebenheiten eventuelle Verbrechen geschehen, das heißt Autodiebstahl oder eben Einbruch, wann sollte ich mein Auto nicht stehen lassen. In welcher Gegend ist es am unsichersten? Genauso aber Körperverletzung. Welche Bars sind in der Nähe? Welche Zielgruppen werden angesprochen? Die App versucht, sämtliche Metadaten zu erfassen und mit einzurechnen, um dir zu sagen, oh, heute ist Donnerstag, 18 Uhr, geh da mal lieber nicht lang. Da hat die Kindergartenkrippe Baldo Happy Hour und Halligalli auf dem Spielplatz. Da kann schon mal herumgespuckt und gebissen werden. Die Schweizer Polizei befürwortet diese App. Datenschützer allerdings haben ein Problem damit und auch ich sehe ein, dass es für schon alleine beispielsweise Maklerbüros oder eben bestimmte Gastronomiebereiche problematisch sein könnte, wenn die Leute ganze Gegenden aufgrund einer App-Analyse meiden. Da besteht glatt die Chance, dass mit einer App eine aktive Ghettoisierung betrieben wird. Das muss man sich mal reinziehen. Aber ob es soweit kommt, ob dieses Konzept noch ausgebaut wird, da bin ich mal gespannt. Behalten wir das mal im Auge. Denn auch in Deutschland sollen solche Pilotprojekte demnächst an den Start gehen. Aus der Kategorie Net to Know oder in dieser Woche so überhaupt nicht nett, nicht mal to know, kommen wir zum Thema Oberbürgermeisterwahl in Dresden. Und Dresden, schämst du dich eigentlich? Ohne Scheiß, fast 10% für die Oberpegida-Tante Tatjana Festerling? Das macht man nicht! Dass die Christdemokraten mal einen von Buch kriegen und nicht mehr in der absoluten Mehrheit sind, ist okay. Aber Pegida? Oh Mann! Klar, bei Festerling könnte man im Gegensatz zu vielen anderen Pegida-Anhängern noch sagen, sie ist fair.
Denn sie hasst einfach alle flächendeckend, gleich, schwul, schwarz, Ausländer, behindert, alles ein Dreck. Ich nach so einem Video jetzt mit Sicherheit auch, aber hey, ich kann damit leben, dass ich Pegida scheiße finde. Ich für meinen Teil sag's gerne immer wieder, wenn Antisemiten auch nur eine höhere politische Position in diesem Land zurückkriegen, dann fuck you very, very well. Ach, scheiß doch drauf. Schweden, ich komme! Aber bevor ich nach Schweden komme, wäre erstmal ein Däumchen ins Räumchen. Hilft mir sehr, freut mich wahnsinnig. Herzlich willkommen auf der Endcard. Dort haben sie Streamplays, habe ich mir ausgedacht. Das sind Let's Plays, aber die wurden vorher gestreamt und dann hier hochgeladen. Deswegen sind jetzt Streamplays. Oh, wie genial. Da ist unser Gaming-Channel. Viel Spaß damit, falls ihr ihn noch nicht kennt. Unten Vlogs und ganz unten in der Videobeschreibung ganz viele Links in Blau. Die kann man anklicken. Da verbergen sich so manch tolles Ding. Und jetzt, so ganz kurz vor Schluss, für die mega hart gesottenen, der Hashtag dieser Folge für die Endcard, Hashtag Big Banana Bongo Time. Wie ich darauf komme, weiß ich nicht. Ich mache mir mal ein Müsli. Also, komm mit dir einfach. 3, 2, 1 und BAM!